Ja, ihr müsstet alle diesen Accountbrief bekommen haben. Und wichtig ist dieser Bereich hier, Benutzername und vorläufiges Passwort. Und damit melden wir uns jetzt bei MEBIS an. Dann geht ihr auf die Seite mebis.bayern.de. Hier geht es zum Login, Lernplattform. Dann gebt ihr euren Benutzername ein, den ihr von dem Accountbrief habt. Und das vorläufige Passwort. Sagt anmelden. So, dann sind hier die Nutzungsbedingungen. Dann Häkchen machen, akzeptieren, senden. So, und dann müsstest du hier schon drin sein. Wenn du in einem Kurs schon eingeschrieben bist, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Übungsprojekt, dann hast du den gleich auf dieser Schreibtischoberfläche, kannst hier gleich loslegen. Ansonsten würde ich dir empfehlen, nochmal auf dein Konto zu gehen. Das ist bei der kleinen Figur rechts oben. Ja, hier könntest du ein Profilbild festlegen. Rolle ist Schüler. Okay, und an der Stelle könntest du nochmal dein Passwort für dich abändern. Wichtig ist ein Großbuchstabe, Kleinbuchstabe. Eine Ziffer und ein Sonderzeichen soll enthalten sein. Hier gibst du dein aktuelles Passwort nochmal ein und drunter in den anderen beiden Feldern kannst du dann dein neues Passwort entsprechend eingeben und dann speichern. Und ja, dann viel Spaß beim Arbeiten.